Kannst du das auch, Günther? Ja, mach mal. Keine Lust. Du kannst es nur nicht. Du musst ganz schnell machen. Und immer vor, zurück und drehen. Telefon. Ich will dich nicht stören, sonst kriege ich Ärger mit dir noch. Meinst du? Weißt du was? Wir machen ja jetzt Modenschau. Ja. Jetzt tun wir mal dem Peter seinen Bauch benoten. In die Größe oder was? Größe. Peter? Ein guter Bauch, ja. Ja. Das ist. Ein Hühnchen ist so. Guck mal hier. Ja. Da ist so. Und der Strauß ist so. Und so hoch. Und Hühnchen ist nur so hoch. Tja, wenn du meinst, du wärst davon satt, ich weiß. Davon wären wir alle satt. Da würde ich 5 Monate dran essen. Peter, was kann der Strauß nicht? Fliegen. Richtig. Und ich hab doch gesagt, das ist ein amerikanisches Auto. Das, die Pferde wurden früher ohne Motor und so weiter, haben Pferde vorne gehabt. Da haben sie die Dinger genommen und so. Hey! 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 Du lahm da vorne! Ich, der kleine dicke da! Hey, das ist ein Pony! Pony Express! Okay, und sind in der Mitte zusammen. Passt nicht. Da. Der hat doch Günther! Ich bin zu dick! Nein! Nein! Der Gott ist zu kurz! Das schmeckt aber nicht. Ja, das ist gut. Also nicht appetitlich. Jetzt war ich hier, wa? Uwe! Uwe! Der hat ein Pferd im Duch drin! Zeig mal, Peter. Oh, guck dir das mal an, wie geil! Ja, das ist ein Fernsehen! Ein Fernsehen drin, Peter, doch! Falsch! Das ist wie bei den Wohnmobilen. Die haben hinten eine Kamera, dann wissen sie... Ja, ist aber ein Fernseher! Ja, ist das ist noch nicht bewiesen! Der Mensch ist ein Knallkopf, das wa? Ist noch nicht bewiesen! Hey, ich hab hier eine ganz neue Ratsche, die kann man auch gebrauchen. Komm, noch mal reinsetzen, Peter. Hier, mal. Guck, wie das ist dann. Setz mal. Das ist ein geiles Auto, gell? Ist ja gar kein Spaß. Peter, bleib von der Sonne weg. Ist gefährlich für dich. Ja, siehste, jetzt nützt es nichts mehr. Ich war in der Sonne. Ja, ist zu spät, hast du recht. Vorbei. Ganz vorbei. Was machst du denn dagegen? Du hast das ja schon hinter dir. Ich hatte das gar nicht vor mir gehabt. Du brauchst auch nicht hinter mir haben. Doch, hundertprozentig. Guck mal, wie du aussiehst. Ist ziemlich gefährlich heute. Brötchen geholt. Kann mir sagen, ich soll jetzt nicht mehr Brötchen. Komm mal her. Mann ich? Dann ist wenigstens was zum Essen. Uwe? Und ein echtes Brötchen. Guten Appetit, Jungs! Es gibt sogar Frösche, die kannst du lecken und dann bist du high. Es gibt aber auch eine Froschart, die roten, die Giftfrösche, da will ich mir jetzt gerade festlegen. Wenn du daran leckst, dann gibst du tot. Ja, war Fred. Aber wenn ein Mädchen kommt und würde dich rumlecken, ich glaube, die wäre gleich betäubt. Vom Wegen. Also du musst die Frösche gut behandeln. Manchmal ganz schön giftig. Und es gibt ja verschiedene Arten. Es gibt Frösche, es gibt Kröten und so weiter. Ja, diese Kröte bist du schon hier, oder was? Du bist die Esmeralda von Kettwiesel. Ich bin auch ein Frosch. Ich bin der Froschkönig. Wenn mein junges Mädchen mir küssen würde, dann bist du ein Frosch. Dann würde ich als König auferstehen. Nein, du wirst ein Frosch. Du wirst ein Frosch. Uwe wird ein Frosch. Da kommt ein Prinz zum Vorschein. Die ganzen Märchen. Ich traue mich auch alle, damit ich noch schöner werde. In deinem Märchen. Froschkönig und so weiter. Aber wenn ich gerade auf Froschkönig überlege, dann denke ich an mein Schneewittchen. Ah, die Schneewittchenberge. Das sind ja die schönen Volvos. Da muss ich mir, irgendwann muss ich mir doch ein Schneewittchen besorgen. Fantastisch. Manfred, was willst du mit Eischneewittchen? Da kannst du gar nicht mit umgehen. Da muss ich erstmal kommen. Die wollen Gentlemen und Prinzen haben. Ich bin doch ein Gentleman, Manfred. Irgendwann gehe ich hin zu den Schneewittchen, den gläsernen Dark, und gib ein Küsschen. Du kannst deine Zwerge wachküssen. Geh lieber zu deinen Zwergen. Lass mich zufrieden. Ach, du bist eine Giftkröte, Lass mich Manfred. Zufrieden, Uwe. Du redest nur Unsinn. Ach, komm, du weißt nicht, wie man... Ach, hier, komm. Nimm die Decke mit dir zu deinen Zwergen. Das greift er mir noch verbal an. Bevor ich weiterkomme und auf dein Niveau einlasse. Geh zu den Zwergen. Ich geh nicht auf dein Niveau runter. So was mach ich nicht. Ich bin ein anständiger Mann. Ich geh nicht auf dein Niveau runter, Junge. Geh, komm. Ja, ich geh zu den Zwergen. Hab ich mehr von. Die stehen besser zu dir wie das Schneewittchen. Affen. Ach ja. Ei, ei, ei.
Scheiße. Peter, meinst du, das ist ein bisschen viel, was du da hast? Weiß ich nicht, nein. Jetzt weiß ich, warum ich keinen Urlaub mache. Haben wir nicht noch was vergessen? Überleg. Ich weiß, was wolltest du? Ich will ein paar Kleinigkeiten mitnehmen. Ja. Überleg mal. Haben die noch irgendwas vergessen? Ein, zwei Koffer? Was ist das für so passiert? So umziehen oder was? Nein. Peter, willst du mit so viel Zeug, da kriegst du gar niemals das Auto kriegen wir rein. Komm, komm. Was ist das denn? Ich glaube, der Peter wollte umziehen, hat er gemeint. Bei dem Mast. Oh yeah. Manni, was ist stell dir nicht so an, das ist noch nicht alles. Alles im Kofferraum. Es gibt nur zwei mögliche. Kofferraum geht nicht rein. Bleibt willst du nicht Raum. Ordentlich gewaschen gehen? Willst du nicht ordentlich angezogen? Ja. Willst du nicht ordentlich essen? Manometer. Oh mein Gott, das ist wichtig hier. Wenn der Peter mal unterwegs schlafen geht. Ich bin jetzt der. Ihr habt falsch gelegt. Hier geht das Doppelte fast rein. So, die Matratze. Komm hier rein, Mann. Stellt euch nicht so an. Das Auto ist groß. Hier, das halbe Radio. Nee, Manni, das ist Blödsinn. Das sind nicht nur diese Koffer, da kommen noch mehr. Wie noch mehr? Kommt im vorderen Raum, komm also hier. Ich mach da nicht mit. Hier, Uwe. Ich will anständig fahren, mit dem will ich mich nicht hier mit. Auf die anderen Sitze bitte alles drauf. Und ihr habt als Noti die Notsitze. Nein, ich streike. Uwe, sag doch lieber Junge. Also mir mach ich mach da nicht mit. Ja, Uwe, bitte. Also, geht doch leiden. Ja. Überleg es dir. Aber so fahre ich nicht. Du kannst Uwe, Jörg, stell dich bitte nicht an. Stell dich nicht so an. Wir sind Anstellung. Nur Brüder, wir halten doch zusammen. Mit den Dingern, ne. Uwe, du hast dafür eine große Tür. Komm, bitte. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Mal gucken, ob er Slalom aushält. Uwe legt bei der Innenreinigung mit Hand an. Aufhaken. Oh, die Nase. Dieses Wahrzeichen von Osten hier. Ja. Ha! Da kenne ich aber nicht. Kennst du nicht? Nee. Da soll irgend so ein Ritter drunter sein. Ja. Wie heißt das Ding? Kiffhäuser. Gibt's da was zu kiffen oder was? Nee. Fantastisch. Uwe, hier lächeln! Ey, lächeln! Was? Uwe! Was? Weißt du, warum die Japaner alle so dünn sind? Die brechen sich ja ab mit den Essen, mit den Stäbchen. Da können die gar nicht dick werden. Die essen auch nicht mit Gabel. So mit 3 Jahren werden die Kinder angelernt. Gib mir mal die Werkzeuge, ich mach die Benzin. Oh, du Hardcore, wir machen gleich was zum Anfassen. Hardware, nicht Hardcore. Yes. Nein, deine Gedanken sind deine Software. Deine dicken Finger, das ist die Hardware. Und wie gefällt es euch? Ey, wie gefällt es euch? Gut? Ast rein, gell? Ja. Was, Günterchen? Der Uwe sägt deinen ganzen Baum ab. Nicht so laut, sonst fällt der Uwe noch auf. Gut. Sieht schon mal gut aus. Schaffst du das? Natürlich. Was kommt hier runter? Da halte ich mich hier fest. Dann tritt mal richtig runter und klemmst du gleich die Nüsse ab. Ich klemm mich nicht ab, du alter Knirr. Also, das wäre nämlich traurig, wenn du die nicht mehr hast. Vielleicht brauchst du die nochmal. Ich brauch sie mehr wie du. Nein, ja. Das bedeutet hier, Jungs, schon einen Schritt weiter für meine Torte. Guck hier. Oh, gut. Pack mal an hier, guck mal. Torte, nix Torte. Hey. Fred? Was, Günterchen? Ja. Ich habe mir wohlgefühlt in diese Dröhnen. Ich konnte aber bequem eingesteigen. Ich bin aber eingestiegen. Diese Einstiegen habe ich gesagt, dass ich etwas Romantik in den Brein bringe, wie du es definierst. Oh, schrecklich. Nicht gefällt es dir nicht? Nee. Richtige Augen raus und so gehört, so wie so ein Komiker ist. Immer erst die Tage wieder. Gut, gell? Ah, Telefon kannst du dich aufregen.
Moin. Das ist mein Teller, das ist deiner. Erbot, das ist deiner. Kriegt der Uhu. Der hat der Erbot für dich draufgetan. Super. Okay, du kriegst das neu, aber lass die Finger von meiner Keule, richtig? Das ist nämlich nicht essen, meine Keule. Ja, ich hol von Uwe. Und was ist eigentlich mit dem Käse und dem Baguette? Hab ich alles schon, das verteidige ich nachher gleich. Ersten. Uwe kriegt viele. Also ohne Schummel oder einen kleinen Druck kannst du nicht legen, Uwe, ne? Das hört nie auf. Ich hab schon richtig Hunger. Sieht lecker aus. Kein Wunder, du hast doch meine Keule gespielt. Ja, deine Gott. Dreh meine Keule mal hier um. Der hat in meine Keule gebissen. Da war eine Maus dann gewesen, Mann. Presssack. Ruhe, Ruhe. Komm, wir machen was ab jetzt. Hier ist das alte Schulter, das quietscht ja genauso. Ja. Mann, ich bin krass, wird der Peter wach. Das ist der Günther, der Krach macht. Ja, da kann ich doch nichts dafür, wenn die Peter Tür quietscht in das alte Schulter. Es kann nicht alles Zufälle sein, Peter. Es sind zu viele Zufälle miteinander verbunden. Warum geht das Radio an? Tja, warum die Lupe ab? Ja, du mit deinem Krotzschluss. Wackelkontakt. Du hast mal auch einen Wackelkontakt. Das war auch löschen. Ja, scheiß Karre hier. Hey, jetzt tust du richtig deinen Stress abbauen. Deine Angst. Richtig frei jetzt davon. Fantastisch. Lass die böse Energie raus. Ja, ich habe genug Ärger. Fuck. Fuck, gib mir ihn. Eine super Therapie. Manometer. Uwe, du kannst es. Weiter. Immer weiter! Lopp da auf! Schlag drauf! Schlag drauf! Hopp! So, das reicht jetzt. Feierabend! Schlafen gehen! Ach, nee, Peter, was hast du vor? Was wolltest du? So, nimm dir mal bitte den Stuhl. Den hier oder den? Und was wolltest du? Setz ihn neben mir. Peter, du hast Ideen. Was willst du eigentlich neben dir setzen? So. Hast du irgendwas Tolles vor? Setz dich hin. Ach, nee, Peter. Uwe. Ja. Und jetzt wolltest du was erzählen? Diese Sicht sitze ich noch nie oft, ja. Hast keine Platzangst? Ey, das Ding klappt ja überhaupt nicht, die komische Technik, wa? Unsere Osttechnik ist ja noch nicht so gut wie eure. Das ist ja wohl klar. Die ist momentan scheiße im Grunde genommen. Aber ja, die wird sich verbessern. Die Sachen, die wir mal alle haben, Klimaanlage, elektrische Fenster, elektrische Sitze. Das heißt dran, die Karosse muss gut aussehen. Telefon, du willst telefonieren. Brauche ich nicht, das ist Luxus, das Scheiß brauche ich nicht. Metalle Lackierung. Damit kann ich keine Mieze aufreißen mit Metalle Lackierung. Das ist Miete anreden, eine Sitzheizung, da freut sich die Miete. Melli, da nehme ich meine Decke drauf, habe ich eine Sitzheizung. Beleuchteten Schminkspiegel. Ach, alles so Scheiß brauche ich da nicht. Braucht man. Du brauchst das Fleisch, wenn ich schminken will. Sehen und Licht, Scheinwerferreinigung. Da scheiße ich drauf. Nee, das sind alles super Sachen, die man braucht. Immer Tempomat. Automatik. Ich habe Tempomat noch nie gebraucht, was brauche ich? Das ist Schisse. Braucht man. Drehzahlmesser. Du spielst damit rum, den Scheiß Tempomat. Voltmeter. Mein Auto muss laufen. Colorverglasung. Muss schick aussehen. Der Rest ist alles scheißiger. Ledersitze. Brauche ich nicht. CD-Wechsler. Brauche ich nicht. Navigationssystem. Da brauche ich nicht. Dafür bin ich zu blöd zum Einstellen. Schnapsnase, Schnapsnase. So. Oh! Uwe! Ja? Das ist mein Spaß! Ich muss ihn fahren! Endlich ein Fahrzeug! Für mit Airbag! Guck mal, ich habe ein Airbag! Haben wir doch gut umsonst angenommen, wa? Fantastisch! Oh. Kannst du damit drüber drücken? Vollkommen Woche jetzt damit drüber was spielen oder was? Schön. Ja. Victor, mein Auto! Ich fahr mal. Benni, mach Tür zu! Die Knalltüte will eine Runde fahren. Ich schlaf. Damit der auch Uwe wegkommt. Und Manfred, ihr habt doch nicht alle die Taschen. Sie müssen doch Platz kriegen mit dem Schrott hier. Wir werden nicht geschlachtet. Du hast gesehen, was für Freude ich damit hab. Ich dachte, du mal Spaß gemacht mit diesen Schissdingen hier. Mir fällt aus, dass ein Herz von Stein, dass das schöne Auto hier bleibt. Uwe, auch mein Auto. Handbremse? Mach ich mal. Scheibe zu machen jetzt müssen. Was? Du wirst nass, mein alles schönes Auto. Mach die Scheiben zu. Ende der ersten Testfahrt. Die Ludolf-Jury muss ihr Urteil fällen. So, Jungs. Benni, lass mal Peter raus. Natürlich, dafür bin ich ja hingekommen. Ach, richtig geil. Hör zu! Nee. Kalt! Kalt ist gesund. Manometer! Ja. Tja, Peter.